So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir stehen hier in Hibu auf dem Markt, beim Marktbrunnen wieder mal. Wir brüten nochmal Eier. Bei mir ist jetzt Sonntag. Der Quest Day geht auch gleich los. Sonntag gab es keinen Stream, aber ich habe nochmal versucht vor dem Quest Day Eier zu brüten. 3 Fuhren, ich hoffe, das wären auch nochmal 3 Fuhren. Das sind dann noch die letzten Eier, weil heute Abend das Event um ist. Da gibt es dann nichts mehr. Bis jetzt habe ich nichts bekommen. Die Folge werde ich wahrscheinlich dann am Dienstag raushauen. Weil Montag, Backs Out Monday, gab es ja letzte Woche schon nicht. Müssen wir diesmal machen. Wir setzen uns jetzt mal hierher. Das ist also der Marktbrunnen. Ne? Die sind auch schon vorbereitet. 9,7 Kilometer Eier, die jetzt schlüpfen. Die neuen Pokémon kannst du eigentlich vergessen. Beim Quest Day kommen die ja jetzt eh von 11 bis 15 Uhr, jeweils 2 Stunden. Einmal Amaretto, genau, und einmal Malgoras. Wir drücken einfach mal drauf, gucken mal, ob wir noch ein Shiny Flapterix oder Shiny Galapafloss bekommen. Das ist ja eigentlich mein Ziel gewesen. Die Pokédex-Einträge haben wir gebrütet von den 2 neuen, aber die Shinies von den 2 alten, die jetzt neu sind, sind noch nicht da. Schilderus macht den Anfang. 1045 Staub. Habe auch schon in den Kommentaren gelesen von vielen, der Staub aus den 7 Kilometer Eiern ist wirklich mies, ist also nix. Sieht man hier auch, Schneckmark mit 897. Das ist halt nicht die Wucht. Da ist wenigstens mal ein Flapterix drin, was wir hier suchen. Aber halt als Shiny, 1600 bei dem, ist im Prinzip der höchste Staub, den es da draus gibt. Ich glaube, ich habe noch nicht mehr als 1600 gesehen. Da war ein Amaretto. Da läuft ein Taubsi neben mir. Boah, Taubsi, schlenk mich nicht ab. Schneckmark nochmal 1577, nochmal ein Flapterix. Auch wieder 1600, es geht nichts drüber. 1,6 ist das höchste. Da lohnt sich doch kein Sternstück, oder? Ich mache die nur bei den 12ern an. Hier noch ein Balgoras. Ziel von mir wird sein, 100er Balgoras auf Level 50 zu ziehen nach dem Event. Nochmal ein Flapterix, also theoretisch sind die Eier eigentlich ganz gut von den Pokémon, die drin sind, weil die trotzdem die selteneren und nicht nur noch Schneckmark. Ist aber trotzdem nichts Gescheites dabei. Das heißt, wir bewerten jetzt mal hier, machen einmal dies, einmal das, haben Hildburghausen. Von wem soll das Ei denn sein, als ob in Hildburghausen Leute spielen? Ich glaube Selal? Irgendjemand war auf jeden Fall in Hildburghausen und hat da von da ein Ei geschickt. Keine Ahnung, was die hier immer machen. Also Hildburghausen, Saragossa, Spanien, Chemnitz, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Leipzig, Sachsen, Halle, Saale, Ravensburg, Baden-Württemberg, das müsste der Eiskorb Jens sein, Kronach, Bayern, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Mark. Und da sind sie schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amarino, 7, 8, 9. Wir sammeln nochmal neu. Ich hoffe, das Geschenkelimit reicht aus, aber es dürften noch 2 Fuhren drin sein und melden uns gleich zurück, wenn die nächsten aufgehen. So, wir sind zurück. Die 2. Fuhre geht auf. Wieder 9,7 Kilometer Eier. Wir drücken mal kurz drauf. Gucken uns mal kurz an, was da drin ist. Immer noch auf der Suche nach den 2 neuen Shinies. Wir haben einen Balgoras im ersten Ei. 1167 Staub. Ich brauche noch Bonbons. Ich brauche noch XL. Ich möchte ein Level 50er hochziehen. Schilderus aus dem 2. 1200 Staub. Solange es über 1000 bleibt, ist es auf jeden Fall gut. Potrot, 927, da geht es schon unter die 1000. Pupsi hat gestern auch einen Potrot gebrütet, ich glaube ein Shiny Potrot. Bei mir gab es einen Shiny Schneckmark aus dem Ei. Aber bei den kleinen Accounts, das war ein Galapafloss. Leider kein Shiny, Potrot hinterher. Potrot und Schneckmark waren ja die mit den höchsten Wahrscheinlichkeiten, dass die schlüpfen können, ja? Man muss es so ausdrücken. Galapafloss nochmal mit 938. Nochmal Galapafloss. Brauche ich auch Bonbons. Wurde auch schon öfters bei Max und Money gesagt, zieh mal was hoch. Aber
Bisher habe ich keine XL gehabt, die ausreichen. Nochmal Potrott, also das wird die Schildkrönen-Sendung. Galapafloss und Potrott sind ja beides Schildkrönen. Dann sehe ich jetzt auch, dass die Location wieder richtig Mist ist, weil es hier einfach zu dunkel ist. Das ist viel zu viel Schatten hier. Ich hätte doch irgendwo anders anhalten müssen. 9 Stück. Wir fangen mal an mit den Balgoras. Balgoras aus Saragossa. Wir haben Karlstadt Bayern hier. Wir haben Berlin Deutschland. Wir haben Rocklum Niedersachsen. München Bayern. Ich glaube, das ist vom Hannes. Gera Thüringen. Das ist natürlich der Thomas. Grünstadt Rheinland-Pfalz. Oder habe ich noch jemand anderes aus Gera in meiner Liste? Nur der Thomas. Thomas ist der einzigste Mensch, der aus Gera kommt. Cheb Karlsbad. Tschechische Republik. Digga, Cheb, wer war denn da vor Ort? Ich hoffe, ihr habt was Schönes gekauft. Nochmal Berlin, dann sind das schon wieder alle gewesen. Und jetzt kommen die letzte Fuhre, noch einmal Eier öffnen. Ich glaube, das werden keine 9 Stück mehr. Aber dann habe ich das Limit für heute wieder erreicht. Und das Event ist ja morgen schon zu Ende. Also heute Abend. Heute Abend 20 Uhr ist es zu Ende, das heißt wirklich, das sind die letzten 7 Kilometer Eier. Noch eine Möglichkeit, die Shinies zu brüten. So, das sind jetzt auf jeden Fall die letzten Eier. Es sind leider nur noch 3 Stück geworden, mehr ist es nicht. Da seht ihr mal, wie mies diese Ausbeute ist aus den Geschenken. Ich habe schon immer gedacht, vielleicht gibt es garantierte Eier aus den Geschenken. Das wäre auf jeden Fall sinnvoller und überhaupt gar kein Geschenke-Limit. Wenn du jeden geöffnet hast, hast du jeden geöffnet. Wenn du jedem schickst, schickst du jedem. Je mehr Arbeit du dir machst, desto besser. Aber dass man da eingegrenzt ist, verstehe ich immer noch nicht. Die 3 werden wir jetzt noch brüten. Wir drücken mal drauf. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Flapterix ist auf jeden Fall am Start. Okay, nochmal mit 800. Also nix. 800? 800? 1600? Ist das das Höchste und das Niedrigste? Noch ein Amarino mit 1600, genau nochmal das Gegenteil dazu. Und ein Schilterus. Jetzt ist es 10.52 Uhr, Sonntag um 11 Uhr geht der Quest Day los. Wir werden die 3 jetzt hier nochmal bewerten und gucken, ob da noch was Gutes dabei war. Wir haben hier Regenstauf, Bayern, wir haben Saragossa, wir haben Kelburn, Wellington, Neuseeland. Das waren alle Event-Eier. Das waren alle Eier aus der Abenteuerwoche. Ich habe jeden Tag das Maximum erreicht und gebrütet. Mehr ging wirklich nicht. Und kein Erfolg. Kein 100%iges aus dem Ei. Kein Shiny aus dem Ei. Ihr habt alles gesehen. Ihr habt jedes Ei gesehen auf dem Main-Account. Auf dem Kleinen gab es, wie gesagt, mal ein Shiny, aber dann halt ein Shiny-Schneckmark. Und mehr auch nicht. Ich weiß jetzt schon, was die Leute wieder sagen. Die haben die Schnauze voll, alles verkackt. Aber macht euch keinen Stress. Ich habe das jetzt gemacht, damit ich ein bisschen Content für euch habe. Damit ihr seht, wenn man jeden Tag brütet wirklich, wie sieht das aus. Ich, wenn ich jetzt nicht YouTube machen würde, hätte ich nicht jeden Tag gebrütet. Dann wäre mir das komplett egal gewesen wahrscheinlich. Schreibt mal eure Ausbeute rein. Habt ihr auch jeden Tag gebrütet? Habt ihr was Gutes bekommen? Habt ihr überhaupt die 2 Pokédex-Einträge bekommen oder habt ihr eh auf den Quest Day jetzt gewartet und holt euch die einfach dann aus der Wildnis? Habt ihr ein Shiny bekommen? Ich habe gesehen, manche aus der Community haben ein Galapafloss, Flapterix, meiner Meinung nach immer noch seltener als Shiny jetzt gewesen, als das Galapafloss. Das haben mehr Leute bekommen als das Flapterix. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Das waren die letzten. Die letzten Abenteuer-Eier waren das allerletzte. Irgendwas sowas muss der Titel sein. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Beziehungsweise nochmal so, dass ihr mein Gesicht auch seht und ich nicht so schwarz aussehe.